Ha! Wo verstecken Sie sich? Ja, da bist du ja. Mein Lieblingsbuch. Ich habe schon so lange nach dir gesucht. Hier ist mein Lieblingsgedicht. Bereit oder nicht? Ich komme. Warum dauert das so lange? Nimm das Buch mit nach Hause und lies es dort. Oh, wie traurig. Puh, endlich. Verstecken wir uns. Niemand wird uns finden. Leute, wo seid ihr? Schon auf dem Weg ins Museum? Mal sehen. Genial, ich sollte da reinpassen. Was? Gregory? Raus mit dir! Dieser Platz gehört mir! Nein, geh weg! Ich war zuerst hier! Bitte, der Lehrer kommt! Hilf mir! Okay, nicht bewegen! Ich habe eine Idee! Hier, nimm das hier! Aha, hab dich! Hey, ich arbeite hier! Sorry! Schönen Tag noch! Sarah, lass uns in den Spind gehen! Lass mich in Ruhe! Hier ist eine gute Note! Es ist meine! Nein, sie gehört mir! Lass los! Ups, na toll! Sarah, wir wollen uns auch im Spind verstecken! Wo könnten sie sein? Oh, ich höre Lärm, der aus dem Spind kommt. Sie müssen dort drin sein. Ihr seht überhaupt nicht wie meine Schüler aus. Entschuldigung. Bis dann. Lasst mich raus. Ups. Was? Warte, Denise. Oh nein, ich bin aufgeflogen. Was ist mit deinem Rucksack los? Nichts. Das ist ein ganz normaler Rucksack. Er ist nicht zu. Jetzt ist er in Ordnung. Du kannst gehen. Puh, Gregory, du bist frei. Was? Hey, was ist das? Nein, hier ist es unbequem. Und der Spind ist zu eng. Genau, ich werde mich auf der Toilette verstecken. Jungs oder Mädchen? Die Lehrer wird nicht in die Damentoilette gehen. Ich werde mich dort verstecken. Hey, das ist die Damentoilette. Was machst du hier? Mädels, bitte versteck mich. Ich flehe euch an. Die Lehrer kommt gleich. Okay. Viel Glück, Miss Gregory. Was? Jetzt muss ich aber wirklich auf die Toilette. Darfst du hier drin sein? Autsch! Warum kommst du mir immer in die Quere? Der Lehrer kommt! Versteck dich! Lass uns in das Büro des Psychologen gehen! Mal sehen, was hier ist! Bitte verlass den Raum! Siehst du nicht, dass wir hier mitten in einer Sache stecken? Puh, es hat geklappt! Ich gehe. Ups, er ist immer noch da. Du bist fertig? Ich brauche auch eine Therapie.
Setz dich. Mir ist etwas Tragisches passiert. Meine Schüler sind weggelaufen und ich kann sie nicht finden. Helfen Sie mir, Doktor. Klar, ich bin gleich wieder da. Ich warte. Wo ist der Doktor? Ich wurde schon wieder reingelegt. Aha, jemand versteckt sich hinter der Pflanze. Gregory, komm raus. Ich hab dich gefunden. Sie irren sich. Ich bin eine Blume. Eine Blume? Sicher? Ja, ganz sicher. Autsch, tu der Natur nicht weh. Entschuldigung. Ich werde weitersuchen. Eine Blume? Nein, ich wurde reingelegt. Halt! Oh, was für eine geniale Idee. Sie sind alle so fies. Ich muss mich abreagieren. Au, ouch. Ganz ruhig, Herr Lehrer. Puh, jetzt geht's mir wieder besser. Oh, was für eine tolle Massage. Mom, Mami, ich bin hier. Hä? Schätzchen, da bist du ja. Lass uns nach Hause gehen. Entschuldigung, kannst du mich von meinem Lehrer verstecken? Hm? Bitte. Okay. Guten Tag. Oh, ein Baby ist auf dem Weg. Das ist ja toll. Hey, er strampelt schon. Wie süß. Das ist ja seltsam. Mein Schüler versteckt sich da. Wie kannst du es wagen? Das ist meine Tochter. Danke, Ma'am. Wo könnten sie sich versteckt haben? Ich habe schon überall gesucht. In der Cafeteria, Klassenzimmer, auf dem Flur, im Spind und in den Toiletten. Ich brauche die Hilfe eines Profis. Hallo? Vermisste Person finden? Ich bin schon auf dem Weg. Ich bin da. Beschreibe sie. Wen sollen wir suchen? Mhm. Verstehe. Ist das so richtig? Warte. Ich höre etwas. Wer ist da? Nein, da ist niemand. Ich kann hören, dass sie in der Cafeteria sind. Puh, das war knapp. Halt, sie sind da drin. Gib mir deinen Burger. Hier, siehst du? Eine Gurke. Ich habe sie gefunden. Kommt sie dir bekannt vor? Sie ist eine gefährliche Verbrecherin. Entschuldigung. Eine Gurke? Echt jetzt? Du bist gefeuert. Es ist nicht so einfach, mich loszuwerden. Ach ja? Du bist wie ein Hund. Hier ist ein Knochen. Iss weiter. Guten Appetit. Das war's. Kommt raus. Wir gehen nicht ins Museum. Wo seid ihr? Herr Lehrer. Keine langweiligen Museen mehr? Nie mehr. Wir gehen in einen Vergnügungspark. Yay! Seid ihr bereit? Wow, das ist viel besser als ein Museum. Hier sind die Tickets für das Karussell. Kommt schon. Was? Ein Karussell für Kinder? Na los, kommt schon. Das wird ein Spaß. Warum?